guten Morgen aus Takaitai City. Ich lerne es noch. Heute geht es auf die zweite Etappe meiner Bikepacking-Tour. Und zwar geht es runter jetzt an die Küste nach Padanga City zur Hafenmafia. Da habe ich ja meinen Bekannten schon abgeliefert, zwei Tage vorher. Da geht es ziemlich rund, also da wirst du von allen Seiten angequatscht und jeder will dich irgendwie in seinen Shop zerren. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Und es sind so 70 Kilometer, wir fahren vorbei an dem See, wo dieser Vulkan letztens aktiv geworden ist. Das hat man ja bei uns auch in den Medien gelesen. Mal schauen, ob man den sieht oder ob er kurz mal spuckt, wenn ich vorbeifahre. Es ist jetzt so 5:45 am Morgen. Ich bin noch ein bisschen tapsig und schläfrig. Ich roll jetzt mal los. Es müsste jetzt dann irgendwie so ein Serpentinenweg nach unten gehen zum See, an das Nordufer. Und ja, alles weiter wird mal gucken. Vielleicht kriege ich nur irgendwo ein bisschen was Frühstück oder Kaffee. Hier war so ein Coffeeshop, die haben alle noch zu. Stehen nicht so früh auf wie ich. Also, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und let's go! Endlich mal eine Traumstraße, guter Asphalt und eine richtig schöne Landschaft, schlängelt sich hier runter, genial. Hier oben, das war meine Unterkunft, dieser große Bunker da oben, 8. Stock. Und vom Deck aus hat man, wie gesagt, einen schönen Ausblick. Habt ihr heute früh ja gesehen, die Morgenbilder. Also war recht schön. So, unten angekommen am See. Ich fahre jetzt hier an der Seestraße entlang. Es wird jetzt schon zunehmend geschäftiger, je älter der Morgen. Also es empfiehlt sich, habe ich auch gehört, diese Straße, die ich eben runterfuhr, wirklich früh morgens zu machen, weil die dann tagsüber recht überfüllt ist. Man ist ja klar bei den Ausblicken. Und ich habe immer noch nichts gegessen, noch immer kein Frühstück. Muss mal gucken, dass ich mir jetzt irgendwas hinter die Kiemen hau. Kaffee habe ich auch noch keinen gesehen hier. Aber diese Straße ist echt empfehlenswert. Ist wunderschön, wer hier mal herkommt, unbedingt mal fahren. Rauf wie runter. Waren ein Haufen Radler hier jetzt am Morgen unterwegs. Ich glaube, über die Straße alleine könnte man schon ein Video machen. Across the bridges that I burned, my only way to you is gone. The tide has turned. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I. Also einer von diesen beiden Bergen hier müsste dieser Vulkan sein, der kürzlich ausgebrochen ist. Vulkantal.
Nagelt mich jetzt nicht fest, welcher von beiden. Der da hinten sieht bedrohlicher aus mit den Wolken. Der ist ein bisschen kleiner hier. Aber das ist auf jeden Fall die Vulkaninsel da drüben. Da hat er ziemlich gespuckt. Ja. Sieht man natürlich hier jetzt nichts, dass da irgendwelche Verwüstungen sind. Aber drüben, da wohnen ja glaube ich auch Menschen. Und ja, die hat es wohl ganz böse erwischt und mussten dann ihre Dörfer verlassen oder ihre Behausungen. So schaut es aus hier. Und mittlerweile ist wieder Normalbetrieb. Die Fischer sind draußen mit ihren Booten und der Alltag ist wieder eingekehrt. Frank Bettele hat immer noch kein Frühstück und immer noch keinen Kaffee. Wir haben jetzt, wie viele Kilometer? 26 von ungefähr 66, also noch 40 bis nach Patangas. Mal gucken, wenn ich einen 7-Eleven sehe, dann stürme ich den mal. Ich habe jetzt die 7-Eleven Hose. Und mit der Hose darf ich dann auch in 7-Eleven rein. It's my repayment. Please give me a light. Show me what I need. I know I'm blind. So, Frühstück erfolgreich einverleibt. Gebratener Reis mit gebratenem Knoblauch. Dazu noch so kleine Thai-Bananen, wie ich sie nenne. Also die gab es ja auch in Thailand immer, die kleine mit der dünnen Schale, die recht süß sind. Und eine Flasche Wasser. Der Reis war umsonst. Der wurde mir freundlicherweise angeboten, da wollten sie nichts dafür haben und für die Bananen und das Wasser habe ich jetzt zusammen 37 Pesos gezahlt. Ach, keine Ahnung, das sind 50, 60 Cent. Und ja, nebenher wurde mir noch ein Heiratsantrag gemacht, beziehungsweise eine Heirat angeboten. Die Frau, die ist wohl alleinstehend und der Sohn wollte sie gleich vermitteln an mich. Habe ich aber Danken abgelehnt. Ich habe leider keine Zeit jetzt zu heiraten. Ich muss weiter. Und ja, ich hoffe, sie findet noch den richtigen, aber ich bin es definitiv nicht. Ich muss auf die Straße weiter und muss hier Videos machen. Keine Zeit für Heirat. Ja, wunderbar ist es hier. Das schaut aus, als wäre man am Meer. Es ist aber doch nur ein See. Da drüben mit dem Vulkan. Ich glaube, das ist der da hinten. Ich habe die jetzt da beim Obststand gefragt. Der ist, glaube ich, da hinten. Oh, hier sind die Fischer am Werk.
So, ich bin jetzt in Batanga City am Hafen. Der Hafeneingang ist jetzt gleich da vorne. Da muss ich jetzt erstmal Eintritt bezahlen, dass ich in den Hafen rein darf. Mein Bekannter hat mir gesagt, dann bei Ankunft in Mondoro, da muss man dann auch nochmal Hafengebühr zahlen, dass man vom Schiff runtergeht, oder so ein Scheiß. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall geht es jetzt mal dann zu den Seelenverkäufer, um ein Ticket zu bekommen, und bin mal gespannt, welche Fähre ich dann krieg. Also die 10.30 Uhr schaffe ich definitiv nicht mehr. Das haben wir nämlich jetzt schon. 13 Uhr geht, glaube ich, die nächste. Gucken wir mal. Mein Bekannter hat da ziemlich lange beim Check-in gewartet. Wir lassen uns mal überraschen. Frankenpedale hat es endlich geschafft. Das war jetzt ein bisschen komplizierter als gedacht. Irgendwie jeder hat mich woanders hingeschickt, wie es halt immer so ist. Und erst hieß es, das Fahrrad ist for free, also kostet nichts. Dann habe ich aber doch 300 Pesos bezahlt, extra fürs Rad. Der Security draußen, der sagt dauernd, nein, wenn ich das Vorderrad mitnehme und dann zeige, das ist für umsonst. Aber naja, gut, 300 Pesos jetzt gezahlt, das sind 6,50 Euro vielleicht. Egal, das Ganze hat jetzt keine 18 Euro gekostet. Was soll's, ich bin jetzt erstmal hier im Wartebereich, jetzt heißt die Zeit totschlagen. Und ja, dann beende ich das Video auch gleich an der Stelle. Ich sage Dankeschön. Schaltet wieder ein, dann beim nächsten Video, wenn ich dann in Mindoro bin. Ich zeige jetzt noch ein paar Bilder, wenn ich dann dort ankomme. Gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, den üblichen Mist wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.